Weit weg von Chefetagen und Banktürmen hat die Blockchain-Revolution schon längst begonnen. Zum Beispiel in Berlin-Kreuzberg. Der Gastronom Jörg Platzer verfolgt seit mehr als 20 Jahren die Vision einer Welt ohne Banken. Er kämpft für ein alternatives Geldsystem. Seine Waffe: Bitcoin. Wenn man sich ein Superheldengeld vorstellen würde, man sagt, fantasier doch mal, wie würde denn ein Geld funktionieren, was Superman und Batman benutzen, dann würde man losfantasieren und dann würde man irgend sowas beschreiben wie Bitcoin. Bitcoin. Das Geld mit den angeblichen Superkräften kommt hier regelmäßig zum Einsatz. Das Smartphone ersetzt das Portemonnaie. Also ich habe jetzt schon Bitcoin auf meinem Telefon. Ich habe jetzt hier quasi einen knappen Bitcoin drauf und klicke auf Senden. Ist auch schon da. Und es ist jetzt schon da. Also bei dieser Transaktion spielen die Banken absolut keine Rolle. Null. Das war jetzt eine banklose Bezahlung. Es ist irrelevant, ob wir einen halben Meter auseinander sind oder 20.000 Kilometer. Eine Bitcoin-Transaktion ist immer instantan. Also ist immer sofort da. An einer Überweisung sind bislang meist mehrere Banken beteiligt. Das kostet Zeit und Geld. Bitcoin braucht keine Banken mehr. Das geht mit der Blockchain-Technologie direkt und verschlüsselt. Eine staatliche Zentralbank könnte so überflüssig werden. Das Blockchain-Netzwerk kontrolliert sich selbst, weil auf vielen Rechnern sämtliche Transaktionen gespeichert sind. Betrüger hätten da keine Chance, jubeln jedenfalls die Anhänger. Das Vertrauen in die Finanzwelt hat der 50-jährige Gastronom schon längst verloren. Ich bin der Meinung, dass unser Wirtschafts- und Finanzsystem ganz gravierende Probleme hat, die immer krasser werden, immer schädlicher für unsere Gesellschaft auch werden, die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufreißen. Und wir außerdem hier ein System geschaffen haben, in dem wir auch eine unverhaftbare Klasse an Bankern geschaffen haben. Bitcoiner wie Platzer fordern einen Machtwechsel. Nicht die Finanzwelt, sondern der Bürger soll das Geld beherrschen. Es ist ein Geld, für das niemand Mittelsmänner braucht, niemand eine Bank braucht und von daher auch niemand eine Erlaubnis braucht, um es zu verwenden. Du musst nirgendwo einen Ausweis zeigen, eine Schufa einholen oder einen Antrag ausfüllen. Du lädst dir ein Programm runter oder eine App und du benutzt Bitcoin ganz einfach. Der Berliner war weltweit der erste Gastronom, der Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Für ihn ist klar, digitale Währungen machen den alten Währungen Konkurrenz. Es sind Regierungen und Banken durch ihre Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Leute zu Bitcoin treiben. So einfach ist die Welt. Diese Krise scheint doch nicht überwunden zu sein. Also das Vertrauen in den Euro schwindet und das Vertrauen in den Bitcoin steigt. Und das wird einfach durch den Wechselkurs auch abgebildet. Österreich befindet sich regelrecht im Kryptorausch. Bitcoin funktioniert auf Basis der Blockchain-Technologie. In bester Lage in Wiens erstem Bezirk lässt Magdalena Isbrand die Herzen von Bitcoin-Fans höher schlagen. Sie tauscht Bargeld gegen Online-Geld. Ihre Kunden sind alles andere als Computer-Nerds. Es sind junge Leute, es sind Teenies, die es eher als Lifestyle-Produkt sehen, die Bitcoin cool finden. Dann haben wir durchschnittliches Alter von 20 bis 40 Leute, die einfach es als Wertanlage sehen, aber auch altes Publikum. Ich hatte beispielsweise einen 80-Jährigen, der auch unter den Coins traden wollte und ich habe ihm erklärt, wie man Crypto-Coins tradet. Er hat es auch verstanden, hat sich danach sehr gefreut. Kundenmagnet ist der Bitcoin-Automat. Er schluckt Euronoten und spuckt nach wenigen Sekunden digitale Münzen in die Online-Geldbörse im Smartphone. Fast wie eine Bank. Die Deutsche betreibt den Store aus gutem Grund in Wien. In Österreich ist ja hier digitales Gut wie eine Software behandelt. Das heißt, man braucht auch keine Lizenz von den Finanzmarktaufsichtsbehörden. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man ja eine BaFin-Lizenz benötigt, also eine Finanzintermediär-Lizenz, um mit Bitcoin zu handeln. Österreichs Presse verlieh ihr den Titel der Bitcoin-Queen. Mehrere tausend Euro Umsatz am Tag sind Business as usual. Die Nachfrage scheint groß.
Die interessiert natürlich auch die Rendite, die sich daraus schlagen lässt. Und viele wollen auch dadurch reich werden. Kein Wunder. Der aberwitzige Kursverlauf schreibt Geschichten wie aus einem Hollywood-Film. Für weltweite Schlagzeilen sorgte der US-Amerikaner Eric Finman. Im zarten Alter von 12 Jahren investiert er seine ersparten $1.000 in Bitcoin. Kurz vor seinem 18. Geburtstag ist er Millionär. Doch jüngst gab es auch herbe Kursrückschläge. Isbrand berät Kunden. Ihre langfristige Rechnung ist ganz einfach. Ich vertraue lieber Mathematik, Kryptographie und Technologie als einem Dritten oder einer Bank. Die Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Datenbank, eine Art Register. Erfasst werden Geldbeträge, Aktien oder Verträge. Alles läuft schnell, günstig und ohne Vermittler wie Banken ab. Einträge sind unveränderbar. Mehrere Infoblöcke bilden eine Datenkette, die Blockchain. Und die gilt als sicher. Kopien liegen auf Tausenden von Rechnern. Manipulationen würden im Netzwerk schnell auffallen. Die bekannteste Blockchain-Anwendung ist die Kryptowährung Bitcoin. In Japan ist sie schon offizielles Zahlungsmittel. China und Russland sind skeptisch. Die Idee besticht dennoch viele Nutzer. Revolutionär kommt mir das Gesamte vor. Also man ist irgendwie, jetzt, ich will jetzt nicht sagen, gegen den Staat und gegen Banken und sowas, aber wenn man sich das gesamte Wirtschaftssystem immer wieder ansieht, genauer betrachtet, merkt man doch, dass es des Öfteren immer wieder Probleme in unserem heutigen Wirtschaftssystem gibt. Und dann kommt plötzlich Bitcoin auf mit dieser Idee und man liest es sich durch, man liest sich ein bisschen ein, man beginnt sich mit Blockchain und der ganzen Technologie dahinter auseinanderzusetzen und man merkt halt immer mehr, dass das ist eine Idee, die kann wirklich greifen, die kann wirklich fruchten und die kann auch wirklich funktionieren. Also es läuft sehr, sehr gut. Wir werden auch bis Ende des Jahres in den grünen Zahlen sein. Und unsere Zielsetzung ist jetzt 30 Stores in 3 Jahren. Und die nächsten konkret in London und Stockholm Ende dieses Jahres. Und wenn der Wiener Postmann Bitcoin-Gutscheine verkauft, besteht kein Zweifel. Die Blockchain-Revolution erfasst sogar Traditionsunternehmen. Dabei gibt es Schattenseiten. Gerade in den Anfangstagen galt Bitcoin als Gangstergeld. Weil sich damit unter Pseudonym bezahlen lässt, eignet es sich ebenso wie Bargeld für Geldwäsche, Waffen- und Drogengeschäfte. Erik Demuth und Paul Klanschek haben dem kriminellen Treiben den Kampf angesagt. Vor gut 2 Jahren gründeten sie in Wien ihr Start-up Bitpanda. Heute Europas größte Internet-Tauschbörse für Kryptowährungen. Die Kunden wechseln Euro und Dollar gegen Bitcoin und Co. Also wir haben ein bisschen über 1 Million Euro Umsatz oder so am Tag mit also Kauf und Verkauf. Die Einzahlungen und Auszahlungen an sich ist noch einmal um einiges höher. Also das wird ja natürlich dann noch einmal hinzugezahlt, aber reiner Umsatz ist eben über 1 Million Euro pro Tag. Raus aus der Schmuddelecke. Während sich viele Kryptobörsen im Graubereich bewegen oder verboten sind, setzt das deutsch-österreichische Team auf höchste Standards. Alles müsse so sicher sein wie bei einer Bank. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das seriös abbilden. Das heißt, den Transfer vom Euro zu Bitcoin umgekehrt, der darf nicht anonymisiert sein. Und wir haben dann auch eine Verifizierung für jeden Kunden. Und das ist exakt dieselbe Verifizierung, die man heute hat in Europa, wenn man sich ein Bankkonto online eröffnet. Die Kunden zahlen via Kreditkarte oder Online-Banking. Doch bis hierhin war es ein steiniger Weg. Die Banken haben uns null unterstützt. Das heißt, wir haben damals haben die uns gemieden, ihr Teufel das Weihwasser. Ja? Und mittlerweile ist es genau andersrum. Mittlerweile kommen die Banken zu uns und sagen, hey, wollen wir da nicht ein Projekt machen und hier müssen wir mal. Und also jetzt können wir uns aussuchen. Und ich hätte jetzt damals nie gedacht, dass sich das so schnell einmal komplett dreht.
Rund um den Globus pumpen Anleger Milliarden in einen noch unregulierten Markt. Superheldengeld? Das bessere Zahlungsmittel im Vergleich zum Euro oder früher zur D-Mark? Das sieht man bei der Bundesbank ganz anders. Die Hüter der offiziellen Währung haben ein prüfendes Auge auf die Geldkonkurrenz aus dem Internet geworfen. Den Hype um die Kryptowährung kann man auf der Vorstandsetage nicht recht nachvollziehen. Also wir warnen Bitcoin insbesondere im Hinblick auf den spekulativen Aspekt. Ein Bitcoin ist sozusagen zwischen 200 und 2000 Euro, erscheint irgendwie alles möglich. Und Spekulation, ja, es kann klappen, es kann aber auch schief gehen. Also wir würden davon zur Vermögensanlage eindeutig abraten. Das Problem der Währungshüter dabei offensichtlich. Jahrzehntelang hatten allein sie die Kontrolle über Scheine und Münzen. Doch über Blockchain können sie nicht mehr herrschen. Diesen Wettlauf kann der Kontrolleur nicht gewinnen. Und mit Bitcoin, mit Blockchain gibt es da eine neue Ebene des Ausweichens, die letztlich dadurch, dass sie global, dass sie international angelegt ist. Bitcoin hat keine Heimat, die entzieht sich einfach da dem regulatorischen Zugriff. Um Chancen und Risiken zu verstehen, arbeiten die Bundesbanker mit der deutschen Börse dennoch an einer eigenen Blockchain. Ich bin aber gerne bereit, zuzugeben, dass wir vielleicht in der herkömmlichen Technologie sozusagen, in der herkömmlichen Geldordnung unsere Grenzen erreichen, vielleicht schon erreicht haben, kurz davor sind, während bei Bitcoin oder bei Blockchain-Technologie die Grenze noch nicht klar ist. Und die Banken? Haben sie die Gefahr unterschätzt? Nicht erkannt, dass die Blockchain ihr Geschäft in Frage stellt? Wofür brauche ich noch eine Bank, wenn das Geldüberweisen auch ohne geht? Erst spät haben sie die Flucht nach vorne angetreten. Wir setzen uns mit diesen Themen auseinander, nicht weil wir es abwehren wollen, sondern weil wir Chancen darin sehen, wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Lösungen für unsere Kunden zu generieren. Das Potenzial der Blockchain in der Bankenwelt ist riesig. Teure zentrale Kontrollinstanzen im Geldverkehr wären überflüssig. Schalten die Banken ihre Mittelsmänner aus, lassen sich Milliarden einsparen. Noch ist die Technologie aber am Anfang. Blockchain-Technologie als solche ist heute noch gar nicht in der Lage, die Kapazität zur Verfügung zu stellen, die diese vielen Millionen Zahlungen, die jeden Tag durchgeführt werden, so schnell wirklich dann zu transferieren. Das System ist jedoch bereits in der Lage, das Banking einfacher und schneller zu machen. Blockchain geht aber weit über Bitcoin hinaus. Bitcoin ist eine Cryptocurrency, sehr bekannt. Gerade sehr populär. Blockchain kann man aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen einsetzen. Das kann im Kreditgeschäft sein bei Banken, das kann im Handelsfinanzierungsgeschäft sein bei Banken. Großbanken weltweit forschen, denn sie wollen dranbleiben an der Entwicklung. Sie sind an einer Blockchain interessiert, an der nur sie teilnehmen. Eine mit eigenen Spielregeln. Ich glaube, dass wir in einer kommerziellen Welt Lösungen sehen werden, die nicht die totale Anonymität beinhalten, so wie die Blockchain das sieht. Wir werden auch sehen, dass wir Regulierungen haben werden, um Dinge dann auch wirklich kommerziell und sicher nutzen zu können. In Berliner Hinterhöfen sitzen die, die in dieser Welt von morgen arbeiten. Junge Programmierer aus aller Herren Länder. Wie verrückt die Welt nach dieser Technologie ist, weiß wohl niemand so gut wie Christoph Jentsch. Der 31-Jährige berät regelmäßig wichtige Firmenbosse. Doch die Blockchain-Revolution geht schon längst weiter. Neue Projekte. Aufregende Zeiten für Christoph Jentsch. Es ist unheimlich spannend, auch nervenaufreibend, so gerade die Kontostände hoch und runter gehen zu sehen oder die Verantwortung, die damit einhergeht, für die Sicherheit eines Systems zu sorgen, was mehrere Milliarden Dollar wert ist. Das ist furchterregend, ja. Die Blockchain, die Jentsch mit anderen entwickelt, geht über Bitcoin hinaus. Sie revolutioniert nicht nur den Geldtransfer, sondern Verträge aller Art. Wildfremde Menschen können jetzt direkt miteinander Geschäfte machen. Man vertraut stattdessen in Mathematik und Kryptographie.
und sage, solange das System weiter so läuft wie programmiert, weiß ich genau, was passiert. Und wenn wir so einen Vertrag dort ablegen, der sagt, dass ich zu dem Zeitpunkt so viel bekomme, wenn diese Bedingung eintritt, dann weiß ich genau, es wird so passieren. Und dann muss ich dem anderen nicht mehr vertrauen. Vertraue dem Code. Ein revolutionärer Gedanke. Doch Jens' Überlegungen gehen sogar noch weiter. Wir wollen Dingen ein Bankkonto geben. Also wenn ich zum Beispiel heute zu einer Bank gehe, ich bekomme als Privatperson ein Bankkonto, ich bekomme als Firma ein Bankkonto, aber mein Auto bekommt keins. Meine Ladesäule bekommt keins oder mein Schloss bekommt keins. Und wir verbinden Dinge mit der Blockchain, damit sie Zahlungen annehmen können oder auch Zahlungen tätigen können oder komplexe Verträge eingehen können. Gegenstände, die zahlen können? Wie geht das? Verena Rüstemeier ist auf dem Weg zu einem Testkunden. Im Rücken ein großer Energieversorger. Ihr Start-up Share & Charge will das drängendste Problem der Elektromobilität lösen. Es gibt zu wenige Stromtankstellen im Land. Share & Charge ermöglicht es quasi Elektroautofahrern und Ladestationsbetreibern, ohne dass sie einen Vertrag vorher abgeschlossen haben oder ohne dass sie sich vorher kannten, dass sie ad hoc einen Ladevorgang über Transaktionen quasi abwickeln können. Und das funktioniert über die Blockchain. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland rund 45.000 private Ladestationen. Die Besitzer sollen per App strombedürftigen Autofahrern künftig ihre Energie am Gartenzaun anbieten. Kreditkarte und Organisationsaufwand entfallen. Blockchain ist ja eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck. Ja? Also wir unterhalten uns sehr intensiv untereinander, welche Möglichkeiten es gibt zu laden, zu bezahlen. Das ist ein Riesenthema in der gesamten Nutzer, im ganzen Nutzerkreis von E-Mobilität. Da gibt es sehr viele unfaire Tarifmodelle, die sehr stark abgelehnt werden. Es gibt aber schöne Modelle. Und das ist ein Modell, von dem ich glaube und viele von uns glauben, dass es ganz viel Potenzial hat für die Zukunft. Und die Energie- und Autobranchen basteln bereits an der Zukunft. Autos laden und bezahlen dann sogar völlig autonom über einprogrammierte Verträge. Maschinen bezahlen Maschinen. Das Fahrzeug kommuniziert mit seiner Umgebung, ohne dass Menschen involviert sind. Mit dem automobilen Portemonnaie bezahlt es den Parkplatzsensor fürs Freihalten. Alles zu Minibeträgen. Selbst Laden und Bezahlen von kleinen Strommengen, etwa an der Ampel über eine Induktionsschleife, wird mit der Blockchain möglich. In einer Welt ohne Blockchain sind Bankkonten für Autos undenkbar. Von daher glaube ich, auch wenn noch sehr, sehr vieles unbekannt ist, einfach weil viele Erfahrungen noch fehlen, dass es trotzdem in der Zukunft eher an Bedeutung zunimmt und nicht abnimmt. Zwischen Maschinen. Dass die Industrie der ganzen Entwicklung traut, liegt an den fälschungssicheren Daten. Ein Hacker hat keine Chance gegen die Rechenpower des Netzwerks. Gerade Branchen, in denen Betrug und Misstrauen an der Tagesordnung sind, legen große Hoffnung in die Blockchain-Technologie. Der Diamantenindustrie beispielsweise entstehen durch Fälschungen und Blutdiamanten jährlich Milliardenschäden. Echtheitszertifikate gibt es meist nur in Papierform, leicht manipulierbar. Die Lösung, ein unveränderbarer Fingerabdruck des Diamanten, wird in der Blockchain abgelegt. Die digitale Urkunde besteht aus Merkmalen, die den Stein eindeutig identifizieren. Der amerikanische IT-Riese IBM will die Blockchain in Supermärkte bringen. Im Fokus steht die Lebensmittelsicherheit. Die Blockchain macht nämlich auch die Reise von Lebensmitteln transparent. Von welchem Hof kommt das Fleisch? Wie ist die Lagertemperatur? Ist alles richtig deklariert? Immerhin erkranken durch verunreinigte Lebensmittel jedes Jahr rund 600 Millionen Menschen weltweit. Mit der Datenkette lässt sich der Weg von Steak und Schnitzel Schritt für Schritt zurückverfolgen, von der Schlachtung bis zur Kühltheke. Zur Kontrolle braucht man bloß das Smartphone. In Bayerns Hauptstadt will das World Food Program der Vereinten Nationen den Kampf gegen den Hunger revolutionieren. Bernhard Kovacs und sein internationales Team
organisieren bereits Spenden und Hilfslieferungen im digitalen Gewand. Ein besonders hoffnungsvolles Projekt beschäftigt sich mit der aktuellen Flüchtlingskrise. Alles verloren. Familie, Geld, Heimat. Millionen fliehen vor Krieg und Verfolgung und werden wie hier im Azraq-Flüchtlingscamp in der Wüste Jordaniens mit dem Nötigsten versorgt. Die Aufgabe der Hilfsorganisationen ist nicht einfach und erfordert enormen Aufwand. Die Blockchain scheint dabei der Schlüssel. Jeder der Flüchtlinge hat auf der Blockchain ein virtuelles Konto. Und anstatt bei einer Bank dieses Konto zu haben, können wir über die Blockchain die individuellen Transaktionen darüber abwickeln. Und der Vorteil für uns ist einfach, das heißt, anstatt dass wir 10.000 einzelne Transaktionen über Banken jeweils pro Monat machen, können wir einfach einmal pro Woche zum Beispiel mit den jeweiligen Geschäften die Zahlungen abwickeln. Teamchef Bernhard Kovac kann von München aus genau nachvollziehen, wer wann welche Waren gekauft hat und das in Echtzeit. Für uns ist das insofern sehr spannend, weil vor der Blockchain haben wir verschiedene Datenbanken genutzt. Das heißt einerseits unsere eigenen Datenbanken, Datenbanken der Banken als auch der Geschäfte. Und das heißt, wir mussten am Ende des Monats dann auch jeweils manuell einen Abgleich machen. Mit der Blockchain ist es jetzt so, dass es gibt nur diese eine Wahrheit, die Blockchain. Und das heißt, der gesamte Abgleich dieser verschiedenen Datenbanken entfällt. Die syrischen Flüchtlinge bezahlen ihre Einkäufe per Augenscan. Die Blockchain vergleicht die Netzhaut mit vorab gespeicherten biometrischen Daten und löst automatisch die Überweisung aus. Wir versuchen jetzt, das Programm für bis zu 100.000 Menschen in Jordanien bis Ende des Jahres auszurollen und gleichzeitig auch schon in anderen Ländern zu starten. Also wir glauben, dass wir allein in Jordanien mehrere Millionen Euro pro Jahr einsparen können, allein an Bankgebühren, die wiederum dann in Essen umgewandelt werden. Digitale Identitäten. Für Menschen, die alles verloren haben. Die Blockchain kann viele verschiedene Arten von Informationen speichern. Viele Flüchtlinge wurden vertrieben und haben ihre Pässe verloren, ihre Zeugnisse. Sie müssen quasi bei Null anfangen. Wenn wir diese Dinge auf die Blockchain packen, werden sie zu einer unveränderlichen Akte, auf die ich über Ländergrenzen hinweg zugreifen kann. Wer Zugang zu Funk oder Internet hat, hat Zugang zur Blockchain. Im Land der Eidgenossen liegt in einem Tal südlich von Zürich die beschauliche Kleinstadt Zug. Die Zeit scheint stehen geblieben. Tatsächlich aber ist die digitale Zukunft in Zug bereits angekommen. Dolphy Müller, seit 10 Jahren Stadtpräsident, steht an der Spitze der Blockchain-Revolution im Amtsstübchen. Wir sind ein bisschen eine Pionierstadt. Das ist bei uns immer gut gelaufen, wenn wir offen waren. Und wir müssen auch wirklich die Schritte wagen. Also man kann ja das zu Tode diskutieren. Auch so ein Thema, natürlich 100 Argumente dafür, 100 dagegen. Am Schluss macht man nichts. Und das ist gerade das, was es in der Schweiz und wahrscheinlich auch anderswo braucht. Gerade mit der neuen Technologie. Einfach mal was probieren, einfach mal machen. Die Stadt Zug akzeptiert deshalb als erste Behörde weltweit Kryptowährungen. Es ist jetzt wirklich so, man kann beim Einwohnermeldeamt, das heißt bei uns Einwohnerkontrolle, egal, kann man sich anmelden, sich abmelden, ein paar andere Leistungen dort einkaufen und mit Bitcoin bezahlen. Das geht wunderschön von Handy zu Handy. Peer-to-peer, oder wie man heute sagt, geht sehr schnell und die Käufe sind auch abgesichert und so. Also wir verschleudern da nicht Steuergeld. Das Behördenexperiment hat Signalwirkung und verwandelt das Alpendorf in ein Blockchain Valley. An diesen Bildschirmen werden die städtischen Bitcoin-Zahlungen abgesichert, sofort in Franken gewechselt. Die Fäden zieht ein Däne. Trotz aller Blockchain-Umwälzungen, das Ende der Banken sieht er nicht.
Eigentlich kannst du dir ja auch deine Schuhe selbst machen und trotzdem gehst du in ein Schuhgeschäft oder zum Schuster, um sie dir machen zu lassen. Also werden Banken auch immer die Vermögen ihrer Kunden verwalten. Der ehemalige Bankenschreck siedelte vor 5 Jahren als erster ins Kryptotal. Er ist sicher, Blockchain hat die Welt verändert. And when you take something like Wenn du Wertanlagen, Geld und Reichtum nimmst und diese Dinge dezentralisierst, verwandelst du es in ein unpolitisches Werkzeug. Es ist nicht länger das Werkzeug der EZB oder das der amerikanischen Notenbank. Es ist tatsächlich ein Werkzeug der Menschen, genau wie E-Mail oder Internet. Während sich die 30.000 Einwohnergemeinde zum Hotspot der globalen Blockchain-Szene entwickelt, will Dolphy Müller weiter wagen, riskieren. Zug dürfe angesichts der Digitalisierungslawine nicht den Anschluss verlieren. Wir haben jetzt ein neues Projekt, auch wieder so ein bisschen Weltneuheit. Das ist die digitale Identität. Aber da gibt es verschiedene Methoden. Bei uns wäre sie auf Blockchain eben. Dann liegen die persönlichen Daten nicht mehr auf einem Server einer zentralen staatlichen Behörde. Jeder Bürger verwaltet künftig seinen digitalen Ausweis selbst, sicher vor Überwachung und dem Zugriff von außen. Es gibt niemanden, der hier die Kontrolle ausübt, der Gebühren verlangt, der da ein Monopol hat am Schluss, im schlimmsten Fall, und das dann auch negativ ausnutzt. Also von dem her ist eben so fast ein bisschen anarchisch, das Ganze, aber im guten Sinne, also dass es den Menschen wieder mehr Möglichkeiten gibt, über sich selber zu bestimmen. Die Blockchain, sie wächst. Aus der digitalen Anarchie in die reale Welt. In Chefetagen und Banktürmen ist sie bereits angekommen und auf bestem Weg auf